Another visitor. Stay a while. Stay forever. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid zu meiner ersten Folge von Subnautica Early Access Version. Ein Survival Game ist bekannt, läuft schon länger. Ich bin ja immer ein bisschen hinten dran mit den Spielen, wie man an Deponia gesehen hat. Liegt daran, dass ich eine alte Kiste habe und ganz am Anfang stehe von allem. Und habe natürlich einige Games verpasst, die richtig geburnt haben. Spielt aber keine Rolle. Ich will das Spiel unbedingt spielen. Ich war nur mal kurz drin vorhin, um zu schauen, ob es sich grafisch abbilden lässt auf meiner Kiste, auf meinem alten Laptop. Funktioniert. Ich hoffe, es wird im späteren Spielverlauf nicht plötzlich anfangen zu ruckeln. Eine neue Kiste ist momentan nicht drin. Aber ich war nicht ganz sicher. Also ich habe Ark probiert. Das geht nicht. Da kriegen wir eine Dia-Show. Forest wird mich noch interessieren. Ist auch noch ein Zacken älter. Läuft aber auf meinem System und ich habe es halt verpasst zu zocken. Kann sein, dass ich das auch noch mit reinnehme und wir dann entscheiden zwischen Subnautica und Forest. Mal gucken, wie es wird. Jetzt zocken wir mal das hier an und wir starten einfach ein neues Spiel. Ich hoffe, ihr habt Spaß und schau mal einfach, was passiert. Ich bin gespannt. Auf geht's. Neues Spiel. Jo, geht's schon los. Was nehmen wir? Kreativmodus. Ich habe das vorhin mal angeschaut. Ich würde ja am allerliebsten was nehmen, wo nicht wehtut. Aber das ist ja auch ziemlich langweilig. Hardcore finde ich zu arg. Zumal ich im Survival-Bereich noch nicht wirklich viel gemacht habe. Das Durst-Hunger-Ding, ich glaube, wir nehmen diesen Überlebensmodus einfach mal. Man kann ja speichern, hoffe ich, dass es da auch geht. Überlebensmodus. Den Ladebildschirm überspringe ich jetzt mal. Schwupp. Drei Minuten geladen. Wow. Was ist da oben los? Okay. Sind wir schon dabei? Nee. Ein Feuerlöscher. Oh oh, der fliegt uns gleich ins Gesicht. 100 Pro. Zu geil. Oh, frühe Entwicklerversion steht da oben noch. Kann man das rausmachen? Schau mal in der nächsten Folge. Stört jetzt nicht. Okay. Jetzt sind wir da. Drücke F8, um Fehler zu melden. Ja, ja, klar. Ich war mal bei einer Feuerlöschübung. Man muss es stoßweise machen, glaube ich. Das ist ein Spiel, da halte ich jetzt voll drauf. Erstickt das jetzt? Ist ungewohnt mit der Facecam, habe ich noch nie gemacht. Jetzt ist es aus, oder? Ich sehe keine Lebensanzeige. Haben wir überhaupt eine? Was jetzt? Das iPhone hat er dabei, das iPhone. Great job, not dying. To assist you in further survival in emergency situations, you have been issued this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory. Tab um den PDA. Okay, Tab für PDA. Das habe ich auf meiner Liste irgendwo. Ich habe so eine. Mir ein paar rausgeschrieben, dass ich dann nicht immer ins Menü muss. Wow. Das ist gerade direkt runtergezuckt. Fluchtkapselsystem verbunden. Führe Situationsanalyse durch. Ja, das macht Sinn. Okay, mit Tab kriege ich es hin und wieder weg. Wieso geht es nicht ganz aus? Schweißgerät benutzen. Ich sehe kein Schweißgerät. Gibt es hier irgendwo ein Schweißgerät? Hier vielleicht? Vorratsbox. Was ist da drin? Leuchtfackeln? Wasser? Oh ja, Wasser. Ozeanplanet. Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre. Das ist ja gut. Alles klar. Wir nehmen auf jeden Fall mal, würde ich sagen, ein Wasser mit. Und was ist das hier? Essen. Nehmen wir auch mal mit. Einheimische Lebensformen haben möglicherweise praktische Methoden entwickelt, um Verschmutzungen aus Wasserversorgung herauszufiltern. Ah, steht es immer im Log dann drin? Okay. Baupläne.
Schweißgerät? Das Schweißgerät ist jetzt erstmal egal. Selbstladende Energiezellen, okay. Das war. Baupläne, Sprachaufnahmen, Galerie, Datenbank. Als erstes sollten wir, glaube ich, mal. Was hier noch drin? Mit Tab war das, ne? Mit Tab. Erste Hilfe, okay. Ja, ein Feuerlöscher. Wir brauchen eigentlich was zum Essen. Irgendeine Versorgung. Was würde ich jetzt tun? Wir werden es hier. Wir sind jetzt abgestürzt. Das ist jetzt total echt. Okay. Sehr überschaulich alles. Ich würde sagen, wir schwimmen darüber. Zerbricht den Kalkstein. Oh, was ist das? Was kluckst da so? Was haben wir jetzt alles geholt? Irgendwas lacht auch. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Scheiße! Attention. Ja, ja, wir sind ja schon am Auftauchen. Each trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained. Wieso ist das Englisch? Ich hab's auf Deutsch gestellt. Hallöle. Ich bin der Voucher von der Erde. Was sind das für Kugeln? Scheiße. Geh mal da weg. Die greifen nicht an, die haben sich jetzt nur verteidigt, glaube ich. Okay, was haben wir jetzt da aufgenommen? Metallschrott. Besteht aus Titan. Quarz? Ist da unten noch so eins? Da kommt schon mein Sammlertrieb raus. Ja, ja, da ist noch eins. Man kann es aber nicht essen. Was ist denn hier noch? Säurepilz. Wo lange unter Wasser bleiben kann der aber nicht. Da kann ich ja die Luft mehr anhalten. Alter, die mit ihrem Gift hier. Da ist wieder so eins. Macht es Sinn, das jetzt schon aufzusammeln? Ist etwas. Okay, essen wir was. Kann man die Dinger hier essen? Ausrüsten? Fallen lassen. Kristallin, das kann man mit Sicherheit nicht essen. Essen. Okay. Ich denke doch mal, da drüben wird es noch was zum Essen geben hier. Bei dem abgestürzten Raumschiff. Wir schwimmen einfach mal rüber. Essen und Trinken ist jetzt mit das Wichtigste überhaupt. Vielleicht finden wir was. Wir kommen gar nicht näher. Ziemlich tief. Ah, und hier geht's zurück zu unserem. Die Geräusche, hey, wenn das jedes Mal ein Viech ist, wo so ein Geräusch macht. Die Grafik ist auf jeden Fall nicht so gut, wie ich sie vorhin eingestellt hatte. Da müssen wir nochmal schauen. Die ist schlechter. Ich konnte vorhin viel weiter sehen. Das stelle ich bei der nächsten Folge dann wieder ein. Okay. Kommen wir näher? Es irritiert mich alles hier. Wir kommen nicht näher. Doch.
alles. Strahlung entdeckt. Ach, das kommt vom Raumschiff hier. Von oh, die Gesundheit. Okay, da können wir noch nicht hin. Da können wir noch nicht hin. Wisst ihr wahrscheinlich alles schon. Oh Mann. Essen und Trinken, aber wie? Mit den zwei Rationen, die wir da im Raumschiff laden, da auf unserer Rettungskapsel. Da wäre man nicht alt. Wir gehen jetzt mal zurück zur Kapsel und gucken mal in der Kapsel uns nochmal um. Vielleicht haben wir was übersehen. Einheimische Lebensarten haben die Möglichkeit schon entdeckt. Komm mal her. Können wir mit dem Ding uns vielleicht... Die Nacht bricht, es wird auch noch dunkel. Ey, scheiße. Wie weit sind wir rausgeschwommen? Das müsste schon längst da sein. Nach vorne kommt's. Ich trau dem ganzen Ding hier nicht. Aber jetzt sind die Geräusche weg, ne? Da ist es wieder. Das sind auch wieder die gelben Kugeln. Mir ist total unwohl. Ich wäre auch kein guter Taucher. Was hier? Ah. Ja, das ist da, wo wir vorhin... Na, da kann man unten auch raus. Oh Mann. Ich muss mal kurz schauen, ob man speichern kann. Man kann. Man kann. Wir können also locker sterben. Ich würde sagen, erste Erkundung haben wir gemacht. Wir speichern. Sicher ist sicher. Super. Ihr seht schon, es hat ein bisschen gedauert. Ich vermute, dass es an meinem Laptop liegt. Oh, ist da immer wieder Neues drin? Oder hatten wir es vorhin nicht rausgenommen? Ist hier auch wieder was drin? Nö, ist noch dasselbe. Okay, was haben wir denn hier? Baupläne. Was kann man denn überhaupt bauen? Titan. Silikongummi. Kann man nicht essen. Kann man alles nicht essen. Desinfektionsmittel. Magnesium. Kupferdraht. Fasern. Benzol. Energie. Was? Säurepilz. Aha, da braucht man die Pilze, die wir eingesammelt haben. Quarz. Quarz haben wir ja gefunden. Haben wir nicht auch so einen Titanbrocken erwischt? Aus Metallschrott kann man Titan gewinnen. Das ist super. Was ist das hier? Thermometer. Anzug. Klar, also man kann sich Rüstung machen. Super. Erste-Hilfe-Kasten. Behandelt Bandagen. Okay. Super. Taschenlampe. Scanner. Okay. Leuchtfackel. Und wie baue ich das dann? Okay. Seht ihr irgendwas zum Essen? Uran? Alien bietet optimale Bedingungen für Flora und Fauna, fügt eine Luke hinzu. Schott? Okay, aber das ist nichts zum Essen. Inventar? Puh, wo? Oh, so. Taste verfehlt. Fabrikator benutzen. Den haben wir noch nicht benutzt. Ah, hier, Ernährung. Super. Wasser. Desinfektionsmittel. Können wir uns nichts zum Essen herstellen? Sieht das nicht aus wie ein Stück Käse hier? Benzol, synthetische Fasern, Uran, Titan. Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core. Sie sagt uns gerade, dass hier die Strahlenbelastung sich erhöht. Das könnte vielleicht unser kleines Floß hier erwischen, wenn wir Pech haben, ne? Glas? Da! Salzvorkommen und gemeine Korallenprobe. Ey. Einsetzbares. Navigationshilfe. Wasserdichter Schrank. Schwerkraftsphäre. Ein Schwerkrampf. Ich habe einen Schwerkrampf. Okay, aber wir brauchen Ernährung.
Und aus Desinfektionsmittel Wasser gewinnen? Nee. Herstellen aus Wasser. Oh Mann, ich blick's noch nicht ganz persönlich. Ausrüstung? Ah, brauchen wir auch Glas. Für eine Pressluftflasche können wir wahrscheinlich länger unter Wasser bleiben. Schwimmflossen schneller, Strahlenschutzanzug, okay. Werkzeuge. Scanner? Warte mal, Ebene Informationen von angezielten Objekten zu erhalten. Den würde ich gerne mal bauen, in der Hoffnung, dass man dann... Guckt uns das Teil hier an? Oh Mann. Okay. Ja, ist okay. Ja gut, die Gesundheit und so, sie hält ein bisschen. Das nächste, was wir brauchen, ist Wasser. Haben wir noch eins dabei? Datenbank. Datendownloads, Technologien, Ausrüstung. Willkommen. Betriebskontrolle. Das ist das Log, das ist, was sie die ganze Zeit erzählt. Okay. Ah ja, alles klar. Alles klar. Schweißgerät benutzen. Kommunikation. Ich glaube nicht, dass wir so schnell in die Kommunikation wieder kommen. Okay, wir nehmen nochmal so ein Futterteil mit. Dann müssen wir wieder raus. Wir müssen da gucken. Mal hier was freigraben vielleicht? Jungs. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ja, wir müssen wieder hoch. Dann nicht so ein bisschen besser oben bleiben. Ich sehe ja nicht wirklich was, ne? Gut, in die Richtung liegt das Raumschiff. Wir tauchen da mal rum. Vielleicht finden wir da noch irgendwo Teile, die durch die Explosion verstreut worden sind oder so. Das sieht auch wieder... Seht ihr, ich kann hier nichts machen. Nur die Pilze kann man nehmen. Was ist denn das hier? Ein Kreaturenei. Wieso glaube ich nicht, dass das ein Haustier wird? Kann man es essen? Hm? Soll ich es fallen lassen? Ich will es mitnehmen. Stopp! Stopp! Oh, unsere Freunde giften uns wieder zu. War das vielleicht eins von den ihren... Kindern? Ungeborene Kinder? Die gefallen mir gar nicht. Die gefallen mir nicht. Mit ihren gelben Scheißeiern. Grabesand. Aber... Ach Gott, da kann man tiefer graben. Ja... 20 Meter Tiefe? Für jemanden wie mich schon sautief. Hm. Ey, wir brauchen so ein Teil. Was brauchen wir dafür? Wir gehen nochmal zurück, das will ich jetzt wissen. Ich kann nicht alle 10 Sekunden auftauchen, das ist ja... Was ist denn da? Metallschrott. War für Titan, ne? Quarz? Wir müssen bestimmt wieder hoch. Wo ist unsere Kapsel? So. Inventar gesichert stand da. Muss man immer...
Ist auch nicht so gesund hier, ne? Okay. Wo war das Teil hier? Okay. Was habe ich gesagt? Wir wollen eine Sauerstoffflasche, wäre super. Ausrüstung. Brennstoffflasche, wir brauchen Glas. Ist bestimmt bei Ressourcen drin. Grundmaterialien. Bam, 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 bam. Glas. Oh, wir können Glas herstellen. Yay. War ja klar, dass wir Glas herstellen können. Auch kriegen wir gleich Durst. So. Reicht es schon für unsere Flasche? Trage mehrere Pressluftflaschen. Ja, die unendlich leben. Ich muss noch ein bisschen gucken, also hier. Wo ist denn die? Hier, das kleine. 6 Unzen rein. Ne, das ist Wasser. Hä? Ach, die ist schon ausgerüstet. Okay. Ich dachte gerade, 6 Unzen rein, Wasser. Hä? Gut. Ja, vielleicht der Hinweis, dass wir was trinken. Das mache ich jetzt mit dem Ei. Das lege ich mal lieber ins Lager. Irgendwann kommen wir zurück und hier ist mit Sicherheit so ein Viech dann. Egal, ich will es auf jeden Fall nicht am Mann haben, wenn es Ei platzt. Warning. Local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive. Eine Quantendetonation wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,5% ausgelöst werden. 1 Kilometer Sicherheitsabstand. Könnten Kilometer sein. Wir sind ja vorhin ewig geschwommen. Sollen wir von denen auch noch ein paar auslagern hier? Es gibt ein reines Biotop. Nimm mal das Wasser mit. Das wäre vielleicht sicherer. Nicht, dass der da aufgeht. Hier. Und dann das Inventar leer frisst. Identifiziere das Ei. Ach, da war doch so ein Apparat. Vielleicht können wir mit dem Apparat das Ei identifizieren. Vielleicht kann man es dann essen. Nee. Wo ist dieses, ich baue dir deine Sachen, die du willst, hier. Okay. Wo war das? Wo war das? Schwimmflossen? Ey, hat es so wenig nur gebracht? Wir verdursten hier, ich sehe das schon. Pressluftflasche? Ne, dann war das... Signalboje? Wo habe ich das gesehen gehabt? Okay, Benzol, synthetische Fasern. Hier waren die Grunddinger. Das war das hier, wo ich noch nicht genau weiß, ob wir da Wasser... Das war das. Weg. Hier. Titan und Batterie. Titan haben wir. Kupfererz. Kupfererz. Jetzt gewinnen wir erstmal Titan. Dann haben wir ja schon mal die halbe Miete. Titan. Jetzt haben wir auf jeden Fall Titan. Wir brauchen für die Batterie Kupfererz und dann ja, wir brauchen jetzt noch Kupfererz. Und wenn wir das Kupfererz haben, dann können wir einen Scanner, Handscanner. Ja, das wird unser nächstes Ziel. Wir besorgen uns Kupfererz. Kupfer. Ich meine, das war in den meisten Spielen das Einsteigererz. Wir haben Titan. Vielleicht habe ich die falschen Spiele gespielt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart.